Ja, grüß dich zum neuen Video. Das neue Video fängt an, was ich heute aufgehört habe. Ich habe gerade noch die Scheiben da geputzt und innen ein bisschen rausputzt. Und jetzt muss ich hier am Kipper, das ist eine Krone Emsland 8 Tonnen, 3 Seiten Kipper, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir hier die Verriegelung rausgemacht, die hier, damit die obere Wand ist ja zusammengeschraubt, die oberen zwei. Und die ist rausgemacht, damit man beim Maishäckseln bloß hier unten auch machen braucht, dann kann man kippen. Haben wir im Herbst beim Maishäckseln nicht gebraucht, weil wir einen Deiz da nicht angehängt gehabt haben. Weil es der Kipper für einen Deiz. Genau. Weil wenn man da oben auch noch aufmachen muss, dann geht es wieder zu und muss wieder absteigen und man hat bloß Ärger. Und der Mais, der ist ja nicht so schwer, das hebt er so an. Und das ist ja, kann ich hier mal auch machen. Macht man quasi die runter und dann kommt die raus. Und dann kippt man zur Seite ab. Nach hinten kann man auch kippen, aber da rutscht es wahrscheinlich nicht runter. Weil es hier so ein bisschen enger wird und das bremst alles aus. Beim Lastbahnkipper ist das auch so. Da kann ich dann mal sagen, wie wir es da gelöst haben, dass das nach hinten runter geht. Aber ist jetzt wurscht. Auf alle Fälle schraube ich jetzt da die Verriegelung rein. Und dann nehmen wir nur zwei Ketten rein. Damit ich das Teil jetzt zeige und nicht verliere. Der kommt hinten rein. Schrauben hier auf, dann schmeißen wir es noch. Das ist ganz wichtig. Dann fragt man sich, wie es kehrt. Dann macht man das dann ein. Ich habe jetzt hier den schon mal rein. Jetzt habe ich hier noch zwei Scheiben, die können wir jetzt da außen drauf. Und eine Mutter. Genau, schraube mal handfest fest. Macht man hier auf. Weil müssen wir vorne erst nehmen. Vorne ist er auch fest. Jetzt ist hinten schon wieder runtergegangen. Genau das ist das Problem. Genau, dann zirkt man die noch an. Und dann ist es fertig. Dann können wir die Ketten noch nehmen. Gut, ich habe jetzt hier die Kette festgeschraubt, da habe ich solche, ja, solche, keine Ahnung, Ösen. Habe ich draußen festgeschraubt, die einfach draußen bloß mit der Schrauben. Dann nimmt man die und hier drüben ist der Haken, dann kann man das von außen anspannen. Ja. Nehmen wir das. Ja, das geht nicht mehr. Dann haben wir hier nur Ketten. Wird einfach mit so einem Haken da Gliederung. Fertig. Die kommt nicht mehr raus. Die untere, die haben wir jetzt auch gleich noch spannen. Von draußen. Die untere kann man mit dem hier spannen. Einfach dahinter, fertig.
gespannt. So schaut es jetzt aus. Habe ich hier zwei Ketten und die müssen lange. Ist ja nicht so viel. Da ich noch runterkehren vielleicht. Kann ich hinten durch den Kornschieber rauskehren. Mache ich dann morgen noch. Also muss ich vier dann. Genau. Wenn wir den noch einparken, irgendwo wo Platz ist, steckt man noch an. Der ist für Kippen. Wir haben ja übrigens bei den ganzen Hydraulikanschluss Farben hier gemacht. Also hier ist gelb, da blau, da rot, grün, weiß und schwarz. Das ist das erste Steuergerät, zweite und dritte. Und dann müssen wir gleich, wo wir was anstecken müssen, mal hier die ganzen Schleich. Die haben hier das Gegenstück. Da ist ja ein blauer Kabel bin da drauf, also gehört ans Blaue rein. Das wäre jetzt das erste Steuergerät nach hinten. Ne? Genau. Wenn jetzt eins zum Beispiel das Güllefassel, sechs Steuergeräte, also drei Steuergeräte braucht, doppelwirkend, und man da jetzt mal einsteckt und schaut, ob das die Funktion ist oder die, so was man halt gleich steckt, man da rein, passt, haben wir es auf dem Steuergerät fertig. Dann kann das eigentlich jeder anhängen und ist immer richtig angesteckt. Genau, Licht brauchen wir noch. Licht. Da wird man was sehen. Und hier für die Bremse. Also Auflaufbremse, da brauchen wir so ein Seil. So ein Seil, das wo wieder komplett verwurschtelt ist. Aha, das muss da rum, okay. Das dämmen wir ums Zug mal rum. Genau. Dann kann das funktionieren. Ja, ich packe mal die ganzen Maschinen und dann sehen wir uns morgen wieder beim Dünger holen. Ich habe hier die Düngersteuer wieder angehängt. Der ist ja leer. Genau, der haben wir jetzt. Habe ich hier den Schlitten wieder auf 8 gestellt. Das hier die Schraube losmachen, dann halt vorziehen. Es geht ein bisschen schwer. Darum kann ich schlecht mit einer Hand machen. Dann ist der auf 8. Und wir steuern wieder 150 Kilo. Genau. Also vom Dünger selber. Nicht vom Stickstoff her. Hier habe ich 5 Tonnen Kohltind. Ja, hier habe ich 5 Tonnen Kohl vom Kalkammonsalpeter. Ich bin jetzt hier am Düngerstrahl. Ich bin jetzt so 10, 12 Kilometer weg vom Hof. Das sind die weitesten Felder, die wir haben. Genau hier ist das Klärendste. Ich mal mir die hier wieder oder lass mir die wieder markieren da drin, dann weiß ich wieder, wo ich war und wo nicht und wo, ob ich mal rechts ausschalten soll oder sowas. Genau, hier kommt schon das nächste. Da geht es jetzt, also am besten ist ein bisschen genauer fort beim Kalkammon, weil dann sieht man dann halt im Pflanzenwachstum. Und darum soll man da ziemlich genau fahren. Eieiei, falscher Gang. So, jetzt ist richtig. Ja, ich fahre jetzt die ganze Zeit so mit 10 km/h. Das geht am besten. Ne? Dann fliegt man nicht aus der Kabine raus und so. Da kann man schief fahren. Weil wenn man schneller fährt, dann hüpft man so umeinander, weil es dann doch nicht so eben ist. Genau.
bin ich heute den ganzen Tag beschäftigt wahrscheinlich. Ich fahre jetzt Wintergerste, ist das da. Die wird jetzt gedüngt und dann noch Winterwort und dann nichts mehr. Dann kann man den Düngerstrahl waschen und wieder in Tallinn einstellen, erst einmal. Dann wird er wahrscheinlich erst wieder rauskommen, wenn der Mais droh ist. Dass man dann, wenn der Mais gesaat ist, Düngerstrahl dann. Ja, von außen früher muss man so blöd hinstellen und so, da muss man so viel lachen. Das Ganze ins Eck muss man nicht fahren, weil der schmeißt er nach hinten. Ne? Darum wäre es schlecht, wenn man das Ganze ins Eck hinten rein fährt, weil dann fliegt die meiste zum Nachbarn um. Aber man darf natürlich auch nicht zu weit ins Feld rein fahren, weil sonst kommt ins Eck nichts rein. Das muss man mit der Zeit, kriegt man es irgendwann ein bisschen raus. Ja, ich bin jetzt hier so 15 Kilometer weg vom Hof, da haben wir auch noch ein paar Felder im Güllefasel heint. Das Fasel ist schon ziemlich leer. Ich fahre jetzt hier noch ein paar Meter, weil den Schluck mag ich jetzt auch nicht mehr Turm nehmen, weil sonst fahre ich mich ja bloß hin und her. Genau, ich stehe mal draußen auf, dann können Sie ein bisschen zuschauen.
erster Feldweg mal von Scheiben mal auf, dann ist es drinnen nicht gar so warm. Und auf der Straße, da ist dann so staubt er mal dann um das Fenster auf. Dann geht das am schönsten. Ja. Eine Klimaanlage hat er zwar auch, aber ja, da sind ein bisschen früher dafür. Die schaltet dann eher im Sommer an oder beim Sahn oder sowas. Da wo man die Scheiben vielleicht auch mal kann. Ja, mit Gülle fahren bin ich jetzt fertig. Gestern habe ich irgendwo aufgehört in Regen. Das weiß ich nicht mehr, wo ich da war, weil da war der Akku leer. Ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Aber gut. Ja, auf alle Fälle ist ja gewünscht worden, dass ich aus einer Baustelle noch zeige. Also die Baustelle ist seit der Woche so erstmal fertig. Oder ist nicht mehr viel weitergegangen. So schaut das jetzt aus. Also der Kran ist weg, die ganzen Schallungsteile und alles ist weg. Ja. Der Futtertisch kommt dann später, nur wenn das Dach oben ist. Jetzt will man noch ein paar Kleinigkeiten machen und dann kommt der Zimmerer kommen zum Ausmessen. Und dann kommt ja alles herrichten, dann dauert es ein paar Wochen wieder. Und dann wird ja mal hoffentlich irgendwann das aufstellen dann. Genau, hier ist jetzt Tiefstroh für Kalbe. Hier ist ein Strohlager. Da ist der Schieberbaum bis komplett hinter. Da Liegefläche bis komplett hinter und darüber auch Schieberbahn bis vor und hinter. Ja, hier wo jetzt noch nichts betoniert ist, kommt der Futtertisch dann hin. Aber wir müssen da vorne die ganzen Wasserleitungen, Stromleitungen und nein. Und die wollen wir erst mal, wenn der das Dach aufgestellt hat. Weil dann können wir wissen, wo wir mit dem Strom hin müssen und Wasser hin. Dass das halt dann alles, wo die Seine und alles stehen. Ja, hier ist dann der Abwurfschacht. Da ist jetzt noch die Schalung unten drin. Das muss ja gescheit hart werden, dass das nicht nachfällt. Die kommen, glaube ich, jetzt auch schon raus. Da. Ja. Die kommen ja hier raus. Da. Geht ja komplett einmal durch. Ja, genau. Hier drüben haben wir noch ein paar Leerrohre reingelegt. Falls man hier drüben mal, keine Ahnung, Wasser oder Strom oder sonst was haben möchte, dann hat man das hier drüben auch. Ja, hier ist jetzt noch Gülle drum, da muss ich morgen mal das Loch dazu machen wieder, dass da keiner reinfällt. Und den Trichter vielleicht auch vor oder bloß raus, keine Ahnung. Muss ich morgen mal schauen. Ja, das geht jetzt hier bis ganz hinter. Die Stäbe, die dann rausschauen, die werden dann umbogen. Da kommt dann ein Andritt her und halt, also die Reihe Stäbe ist für Andritt und die ist dann, damit es halt weitergeht zum Futtertisch. Genau, hier drüben ist eine komplette Reihe Spalten. Bis auf vorne, da kann ich auch gleich noch sagen. Ja, hier hinten ist so ein Durchgang. Kann man da mal durchgespart. Hier ein paar Storner wieder. Dass man da mal rauffahren kann irgendwann. Ja, da ist ja die Tür dann halt einmal. Da wo jetzt ein Loch ist in der Wand, kommt da mal die Tür rein. Und hier halt ein Tor, hier irgendeine Tür und da auch irgendeine Tür. Und hier drüben kommt dann, glaube ich, ist irgendein Vorhang hier. Ja, hier drüben haben ja Spalten mit so Gummidinger. Hier haben sie eine Brede mit den Gummidinger, weil die hier jünger haben. Da braucht es mehr Gummi. Und ganz vorne ist halt Vollgummi. Ganz vorne eine andere Spalten, weil die dicken gibt es anscheinend mit Vollgummi. Darum haben das Kleine ja in der Mitte halbiert. So. Hier ist ja die Krankenbox, da kommt hier noch eine kleine Wand hin, dass das ganze Strom jetzt hier rumwandert. Muss man dann schauen, wie hoch dass man die Wand macht, weil die Viecher müssen ja da durch irgendwie.
Hier ist noch Ablauf, damit die ganze Soße, was da, wenn es rumbrutscheln oder sonst irgendwas, dass das ablaufen kann. Das läuft hier nur in den Kanal nicht. Ja, hier ist eine kleine Kante oder eine kleine Schrägen, dass man mit dem Lader vielleicht ein bisschen fahren kann, wenn man hier ausmisst. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Aber wesentlich besser als wie komplett gerade. Ja, hier ist dann eine Abstellfläche für alles Mögliche. Und hier kommt dann eine Wand her und da so vor. Hier kommt dann das Büro rein, da kommen ja ganzen Bürosachen hin. Und da geht es an unter. Da ist unten der Kogüllekanal, der hört hier auf. Oder ja, hier hört er auf. Und hier vorne ist ein Wasser. Ja, hier kommen die Leerrohre wieder her. Von da drüben. Da irgendwo. Hier kommt auch noch ein Schrägen hier. Da ist man dann da an unterfahren kann. Ja, aber es sägt dann alles nur, wenn es mal fertig ist. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder alles gesehen, was sich verändert hat. Dass ich alles gesagt habe. Das wird jetzt die nächste Zeit wahrscheinlich nicht viel ändern. Also ein paar Kleinigkeiten hier und da mal wieder. Genau. Vom Bauen her habe ich wenig gefilmt, weil ja, die Mauer mag ich auch nicht die ganze Zeit filmen und alles. Ja, ich hoffe, dann hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne da mal nach oben und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.